Es gibt Autos, die einem Respekt einflößen. Kaum zu bezahlen. Unheimlich selten. Mit unbändiger Kraft. Autos wie den CLK DTM AMG. Dieses Auto hat schon rein optisch nichts mit einem normalen CLK AMG gemeinsam. Dieser Wagen ist eine Ableitung des DTM-Siegerautos von 2003. Es gibt gerade mal eine Handvoll Autos, die so viel Rennsport-Feeling vermitteln wie dieser CLK DTM. 582 PS, 800 Newtonmeter, Schalensitze, 6-Punkt-Gurte, Alcantara-Lenkrad, Kohlefaser. Also in diesem Auto hat man immer das Gefühl, man fährt jeden Morgen aus der Boxengasse raus. €236.000 kostet diese Breitbauversion des CLK. Ein Auto, das man von Mercedes nicht erwartet. Von Understatement keine Spur. Dieser Wagen trägt seine Gene stolz zur Schau. Nur 100 Stück gönnt Mercedes den Rennsportfans. Mehr werden nicht hinter dem Alcantara-Lenkrad und in den Schalensitzen Platz nehmen. Der ganze Innenraum ist mit Kohlefaser ausgekleidet. Das spart zwar Gewicht, hat aber auch seinen Preis. Trotzdem muss auf Komfort nicht verzichtet werden. Navigation und Klimaanlage sind mit an Bord. Der 5,5 Liter V8 ist ein alter Bekannter. Hier bläst der Kompressor allerdings 582 PS aus 4 Endrohren. Von 0 auf 100 braucht der CLK DTM AMG gerade mal 3,9 Sekunden. Auf 200 sind es sogar unter 12. Durch die Schalensitze hat man direkten Kontakt zur Fahrbahn. Das Fahrwerk sagt einem deutlich, wo es lang geht. Eine Hinterachsdifferentialsperre sorgt dafür, dass die Traktion in Kurven nicht abreißt. Das ESP regelt den Rest. Hier ist sich Mercedes seiner Philosophie treu geblieben. Der elektronische Helfer lässt sich nicht komplett ausschalten. Kaum ein Mercedes giert so nach Gas. Und kaum ein Mercedes lenkt so fantastisch ein. Die Automatik ist blitzschnell und schaltet nicht von selbst in den nächsthöheren Gang. Eigentlich ist der CLK DTM AMG der bessere, günstigere und mit 320 km/h Spitze kaum langsamere SLR. Trotzdem ist nicht alles perfekt. Aber dieses Auto hat drei Probleme. Wenn man so ein Auto fahren möchte, dann sollte man dagegen wohnen, wo es selten regnet, denn dieses Auto kann vor Kraft wirklich nicht laufen. 800 Newtonmeter nur auf der Hinterachse. Da kommt sofort das Heck, wenn man das Gaspedal ein bisschen nur antippt. Das zweite Problem ist, man sollte eine Autobahn in der Nähe haben, wo ziemlich wenig Verkehr ist, denn dieses Auto ist fast schon zu schnell für die Straße. Und das dritte Problem ist, dass dieses Auto ausverkauft ist. Gerade mal 12 Stück des CLK DTM AMG fahren.